Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Beim letzten Mal hatten wir es geschafft, ein fast perfektes Spiel zu machen. Ist aber was jetzt diesmal richtig perfekt, oder? Meint ihr nicht auch? Weil wir müssen nämlich für diese Tweakly-Challenge, da. Noch einmal. Außerdem brauchen wir noch 12 Geisterfotos. Easy peasy lemon squeezy. Und noch ein bisschen was durch die Aufträge verdienen. Das könnten wir vielleicht sogar mit der Runde schon schaffen. Wenn wir nicht draufgehen. Naja. Jedenfalls, die Lucy ist jetzt auch wieder weg und ich habe jetzt, die Urlaubsvorbereitungen gehen weiter. Ich nutze jetzt die Zeit, nehme noch weiter auf. Die Vorproduktion ist also nach wie vor aktiv. Ihr werdet das auch merken, wenn es wieder vorbei ist, weil dann wird es wahrscheinlich erstmal eine Pause geben. Ich werde vorproduzieren, dass ich für den Urlaub habe. Alter, was? Hat's gezählt? Ja. vorproduzieren, dass ich für den Urlaub habe, aber ich kann nicht versprechen, dass ich dann sofort wieder starte. Wenn man sozusagen direkt wieder da ist. Ich höre überall was. Okay. Kann man die UV-Lampe holen gehen? Bist du hier? Da hinten doch alles umgeworfen. Okay, du bist also hier und da. Wir holen einfach das... Okay, keine Fingerabdrücke, ja? Ne. Ich weiß noch nicht genau, wo der ist. Wir holen mal das Thermometer. Da können wir anhand der Temperatur trotzdem so ein bisschen erkennen, wo der Geist ist. Selbst wenn er keine Gefriertemperatur gibt. Die Frage ist halt, ist der jetzt im Wohnzimmer? Ist der irgendwo dazwischen? Ist der hier im Gang? Ist der in der Küche? Was ist das? Das sind so Sachen. Hinten im Gefriertemperaturen haben wir. Okay. Pass auf, wenn du Gefriertemperaturen hier hast, machen wir es so. So, legen wir dich oben drauf, würde ich sagen. Dann haben wir den maximalen Radius. Okay. Das mal mit. Und das. Sanity kann ich noch nicht einschätzen. Ich will immer zum Briefkasten laufen, den looten. Weil der so ein bisschen aussieht wie bei Seven Days to Die. Ich glaube, das hier ist übrigens ein Heiling-Spot, ne? Perfekt. Na gut. Wir legen den mal hier so hin. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Na gut. Dann hier, schreibe ins Buch.
So, mal hier, dass der Heilingsbot geschützt ist. Okay, okay, er stand direkt daneben und wollte gerade ins Buch schreiben, während ich ihm das Salz über die Füße gegossen habe. Geisterbuch. Revenant, Dämon, Shade oder Moroi? So, Moroi kann es nicht sein. Weil der muss die Geisterbox haben. Das ist seine Ability, weil er dadurch den Fluch erst ausspricht. Und deswegen kann es kein Moroi sein. Also der Moroi hat als Beweis immer die Geisterbox. So einfach. Außerdem würden wir sonst anhand des Hans auch gleich merken, wenn er plötzlich mit Vollgas die ganze Zeit durch die Gegend rennt, dann ist es doch der Moroi. Aber es, dann hätten sie es geändert. Okay, schreibe ins Buch. Reicht das mal, reicht das mal. So. Wenn es ein Dämon ist, dann würde er sehr, sehr, also würde er wahrscheinlich auch schon handeln. Aber wir nehmen jetzt mal sofort hier das mit rein. Was haben wir sonst noch? Revenant, Shade und Dämon. Also Revenant kriegen wir mit. Shade, da würde halt jetzt lange, lange nichts passieren. Wir gucken einfach mal, ja? Wir nehmen das mal hier, warte mal, eine Taschenlampe noch. Oh, er hat das Buch weggeworfen. Ja gut, dann hier. Oh. Schreibe nochmal ins Buch, ja? Da hat er das hingeworfen. Nee, Breakers nicht. Okay. Heilingsbot haben wir unten nicht. Nur den einen hier. Ist gerade aber auch nicht so wild. Ich wollte jetzt noch einen Bewegungsmelder holen. In der Nähe des Matschen machen wir dann gleich auch noch. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein Foto. Okay. Mit ein bisschen Glück haben wir ja dann eh hier so ein Oh, hier. So. Nee, ich mache jetzt hier keine Türfotos mehr. Ich warte auf, dass er einen Kruzifix hochjagt oder so. Die hier. Okay. Sehr schön. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Schreibe ins Buch. Krass, wie der Nebel hinten auch grün wirkt, weil wir hier im Grünen stehen. Das ist schon extrem. Nochmal eine Runde nehmen. Die Sanity müsste mittlerweile auch echt tief sein. Aber er scheint noch nicht zu handeln.
Also ich weiß nicht genau, wie tief meine Sanity jetzt ist. Kann ich nie einschätzen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, wenn der Geist gleich normal schnell läuft, wird es ein Shade sein. Weil ich jetzt schon echt lange in dem Raum rumdödel und es passiert aber gar nichts. So. Gib mir ein Zeichen, bist du hier? Oh. Yes. Okay, er wollte halt direkt den Hand hinterher setzen. Das hat nicht funktioniert. Aber dann ist es kein Shade. Dann müsste es eigentlich der Revenant sein. Aber den müssten wir gleich hören einfach. Na, das wäre so jetzt mein Plan. Wir warten jetzt einfach mal ab. Wir spielen jetzt hier safe. Ich tippe auf Revenant. Wenn er gleich mit Vollgas rennt, ist es ein Moroi und die haben irgendwas an den Abilities geändert, die sie auf jeden Fall haben müssen. Ja. Aber er braucht schon lange, ne? Also... Die Frage ist natürlich auch, vielleicht war ich jetzt hier und er stand hier und das zählt als neuer Raum oder so, weißt du? Das weiß ich ja nicht. Er ist am Breaker. Er hat den Breaker berührt. Er hat die Tür gehört, also dieses, von dem Kasten. Jetzt rennt er durch die Garage. Egal, lass mal. Aber hier ist noch der Geisterraum offiziell. Wir haben noch Gefriertemperaturen. Ich muss nur noch smatschen. Smatschen, überleben und den richtigen Geist haben. Wenn er jetzt gleich, wie gesagt, beim Hand normal läuft, gehe ich davon aus, dass es Shade ist. Dämon auf gar keinen Fall. Oder es ist der shadigste Dämon, den man sich vorstellen kann. Dann hat er seine Sache gut gemacht und den Sieg verdient. Ich dachte gerade, die Kamera hätte sich bewegt. Weißt du, früher konnte der Geist, früher musste man die einschalten, die Kamera, und hinstellen. Und der Geist konnte die auch ausmachen. Das war überhaupt nicht nervig. Na dann ist ja gut. Es könnte auch guten Shade sein, weil ich halt hier im Raum stehe und nichts passiert. Er macht zwar Events, aber er macht halt keine Anstalten zu handeln oder so. Zumindest nicht hier im Raum. Könnte sein, dass ich, weil ich hier zu weit rüber stand, dass das nicht mehr als Wohnzimmer zählt oder so, weißt du, und dann, keine Ahnung. Das war sowas von ein Revenant. Das passt. Das müsste jetzt auch ein perfektes Spiel sein. Wir haben den Knochen. Wir haben 3-Sterne-Fotos. Sogar ein Geisterfoto, 3 Sterne. Also, das müsste jetzt richtig gut sein. Alles erfüllt. Here we go. Revenant ist ausgewählt, hoffe ich. Der 50. Fall
zumindest an dem PC, erledigt. Das nenne ich nice. Richtig gut. Okay, meine Lieben, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, bis dahin und ciao.